Die Azubis der LEAG empfangen die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Franziska Giffey, gleich mit einer ganz klaren Botschaft. Energiewende nur mit uns. Doch sie hat eine Antwort im Gepäck. Das Bundeskabinett hat gestern einen Beschluss gefasst, um die Strukturen in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen zu stärken. Insgesamt werden bis 2038 40 Milliarden Euro dafür freigemacht. 10 Milliarden Euro davon gehen nach Brandenburg. Die sollen in Infrastruktur, Nahverkehr und Forschungseinrichtungen investiert werden, um die Menschen in der Region zu halten. Wer ein Experte in Elektrotechnik oder in Mechatronik ist, der ist an ganz vielen Orten einsetzbar, auch in der Region, auch in anderen Bereichen. Und darum geht es letztendlich, dass die Ausbildung hier in dieser Qualität erhalten bleibt, dass junge Menschen auch hier immer wieder gefunden werden, die eben mit einer sehr, sehr guten, fundierten Ausbildung auch an ganz unterschiedlichen Stellen auch in einer veränderten Struktur arbeiten können. Und darum geht es, dass wir den Nachwuchs hier in der Region erstens halten und zweitens dafür sorgen, dass er zukunftsfähig ausgebildet ist und dann eben die Veränderungen auch meistern und bewältigen kann. Bei dem Rundgang in der LEAG-Ausbildungsstätte Jenschwalde hat sie zusammen mit Ministerpräsident Dietmar Woidke mit Azubis, Ausbildern und Betriebsräten gesprochen. Sie wünschten sich neben der finanziellen Unterstützung aber vor allem genügend Zeit für die Umstellung. Vincent Bablich ist jetzt seit 3 Wochen im Unternehmen. Er macht eine Ausbildung zum Mechatroniker und hat sich trotz ungewisser Zukunft für die LEAG und die Region entschieden. Also ich habe mir die LEAG ausgesucht, weil das hier ein regional großer Arbeitgeber ist. Und man bekommt hier eine super Ausbildung. Die Möglichkeiten sind natürlich hier bei so einem großen Unternehmen besser als bei einem kleinen Unternehmen. Und davon möchte ich natürlich auch profitieren und deswegen habe ich hier meine Ausbildung begonnen. In den letzten 13 Jahren konnten rund 25% der Belegschaft des Kraftwerks und des Tagebaus durch Jungfacharbeiter ersetzt werden. In den letzten Jahren hat das aber immer weiter abgenommen. Der Tagebau Jenschwalde läuft in absehbarer Zeit aus. Der erste Kraftwerksblock musste im letzten Jahr auch schon in Sicherheitsbereitschaft gehen. Wie die Zukunft von Vincent und seinen Azubi-Kollegen aussieht, bleibt also noch offen.